Guck mal, wie kann denn der daneben gehen? Das ist Kacke. Mich regt sowas auf, ey. Ich habe dafür einfach keine Geduld mehr. Und weiter geht's mit Black Myth Wukong. Wir haben genau hier aufgehört und genau hier machen wir weiter. Ich mache jetzt wieder... Ist ja nicht mehr heiß. Es ist nicht mehr heiß. Ich kann wieder endlich relativ entspannt zocken und Folgen aufnehmen. Oh, menschliche Gegner? Okay. Stabil oder nicht stabil? Nicht stabil. Who goes there? Und dann war es schon vorbei. Ja. Wie immer, ob ihr neu seid oder auch nicht, ich freue mich über jeden, der mal reinschaut. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr liked, kommentiert und abonniert, weil das einfach super wichtig ist. Interaktion ist wohl echt ein bisschen so der Schlüssel. Aber ja. Wie gesagt, dafür wäre ich sehr dankbar. Und darüber würde ich mich sehr freuen. So. Alles riecht so ein bisschen nach Ente, ne? Ja, ist eine etwas andere Sorte hier, oder? Ja. Ja, ich, keine Ahnung, wie die sich jetzt unterscheiden. Optisch, ja, der hat den gelben Mantel an hier und der, die anderen, was war es überhaupt, blau oder so, keine Ahnung. Aber ich habe ja nicht gesehen in Aktion, was die so machen. Okay, Moment. Oh, da steht ja noch einer. Hallo. Was geht? Ja, ich habe mir irgendwie dachte ich mir schon, dass hier eher hier Richtung Zauberei geht, ne? Ui. Nein. Lass mal das sein. Oh, nein. Komm her. Wichtig, wichtig. Wenn wir Glück haben, mehr Leben, bitte. Ach, schade. Ja, Tränke sind auch noch so ein Thema. Irgendwann. Ach, guck mal, wie lange die noch gucken, bevor die überhaupt reagieren. So, das ist schon ein bisschen... Fast schon ein bisschen befremdlich irgendwie. So. Aufnahme läuft, ja. Alter, habe ich mich hier... Ach ja, den habe ich ja ganz vergessen. Ey, du Penner! Das müssten dann auch so langsam echt die letzten Porträts und so sein, ne? Ja, das Gift, es juckt mich nicht so weiter. Es tickt halt ein bisschen runter. Ja, ist es halt so. So, da. Na, guckst du dir da ein bisschen Kunst an? Guck mal hier. Wie gefällt dir der kunstvoll mit Schlangen verzierte Stab? Ach, Schlangen, Spinnen. Sind doch Spinnen, oder? Alter, die bewegen sich ja sogar. Ist das widerlich? Die Licht- und Schattenspiele sind einerseits sehr, sehr schön, aber mir ist es echt zu dunkel immer so bald. Ne, wie jetzt hier. Du siehst fast nichts, aber ich möchte das Spiel auch nicht heller stellen. Weil dann in den Abschnitten, wo wirklich richtig hell ist, ist es dann zu hell. Was ist denn mit dir? Ich glaube, da sind immer so kleine, ja... Bläschen, sage ich mal, leuchtende, ich komme gerade nicht auf das richtige Wort, wenn da ein Gegner drunter steckt. Kann das sein? So funkeln. Da ist wieder so ein Gifttyp. Ah, echt jetzt? Hey, lass das. Erst den. Ah, er hat uns nicht bemerkt. Das ist... nee, das ist ein anderer. Hier! Schrei nicht so rum, halt die Klappe. Der muss doch mal wenigstens... Ja, der... Das sind dann wieder diese ominösen 569, ne? Übrigens habe ich mal dieses eine
diesen einen Talisman ausprobiert, wo man angeblich mehr bekommt, aber ich glaube, also wichtig. Ich bin mir nicht sicher, das sind doch Essenzen, ne? Entweder dauert das ein bisschen, bis das funktioniert. Ich habe das hier reingemacht. Goldblumen, Haarnadel erhöht die durch besiegte Gegner gewonnene Geistesessenz leicht. Aber ich habe dann extra so einen Gegner ausprobiert mit 569 und da stand wieder 569. Oder kommt dann ein unsichtbarer Bonus obendrauf, den ich dann nicht erkenne in dem Augenblick? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen das echt nicht mehr sammeln, das Zeug. Ist hier Blutspur? Möglich? Ey, den siehst du ja fast nicht hier. Da lacht er dreckig, der kleine Hund, ey. Wer lacht jetzt, ey? Du kleiner Pisser, ey. Ich find's echt von der Balance manchmal merkwürdig, dass die jetzt so leicht sind. Also so wenig aushalten. Komisch. Und dass es hier doch noch so weit jetzt geht, hätte ich nicht gedacht. Also als ich die letzte Folge beendet habe, hatte ich kurz so den Gedanken, hätte ich vielleicht weiter zocken sollen. Die Stufen hoch kommt der Boss dann nochmal oder so. Aber so ist es nicht. Ja, alles richtig gemacht dann in der Hinsicht. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich noch hinten dran gepackt. Aber mir fehlt in diesem Spiel wirklich, wirklich extremst etwas zum Werfen. Das haben die bestimmt einfach vergessen. Da ist Zauber-Heini. Ich hab das schon gesehen. Hier, guck mal. Was passiert? Was sind das für Geräusche? Hört es sich gerade so komisch an irgendwie. Hier, das meine ich. Hier sind doch so kleine funkelnde. Hier würde ich jetzt. Ne, okay. Da ist wieder so einer. Langhals-Tiger. Giraffe. Naja, das hört sich irgendwie nicht geil an. Weg mit dir. Was hat er denn für einen Kopf? Was stimmt denn mit dem nicht? Der ist stabiler, das war mir schon klar. Guck mal hier. Hat's wieder geruckelt, ne? Es ist schon, also performance-technisch sollten sie echt so schnell wie möglich noch einen Patch raushauen oder so. Das ist echt ein bisschen kacke. Vor allem haben ja selbst Leute mit einer 4090, glaube ich, oder so teilweise Probleme. Klar, die spielen dann auch auf 4K höchstwahrscheinlich, aber trotzdem. Ich glaube, das vergessen manche auch so ein bisschen in ihrer Annahme, wie gut ein Spiel mit welcher Karte läuft und so. Muss natürlich auch bedenken, ob jemand in 2K oder 4K spielt. Ne? Kannst du da nicht 1:1 sagen, ja, du spielst ja auch nur irgendwie mit einer 3080 auf 2K. Ich weiß nicht, wie das dann im Verhältnis wirklich wäre mit einer 4090 auf 4K. Ne? Das müsste man... Oder da gibt es bestimmt Vergleiche zu. Aber ich spiele ja nicht auf 4K, also... Hätte ich wahrscheinlich noch 10 FPS oder 20, keine Ahnung. Aber ich habe eine 3080 MSI. Ey, du Schweinehund. Und ich denke, für 2K und so ist das auch vollkommen ausreichend, weil ich habe auch sonst performance-technisch nicht ansatzweise so krasse Probleme, höchstens Abstürze in manchen Spielen gehabt. Da habe ich dann manchmal eine Lösung gefunden, manchmal auch nicht. Aber in der Regel habe ich eigentlich nicht so die Probleme. Ah, ist aber scheißegal. Ich spiele auf jeden Fall nicht mit einer 1070 oder so. Das war meine Einstiegsgrafikkarte, glaube ich, vor ein paar Jahren. Oder? Ne, 1050, glaube ich sogar. Egal. Wie viele Schreine sollen hier noch kommen, ey? Ach. Ich habe wieder das Rasten vergessen. Wir brauchen mehr Mana noch. So gefühlt das, was im Moment echt ein bisschen am meisten fehlt. Jetzt fangen die auch noch an zu singen, oder was?
Mann, die kannst du auch einfach verkloppen, weil die können nichts machen dann, ne? Was ist denn mit euch? Da ist wieder so einer, okay. Der gibt nur 263, ey. Das ist schon frech, ey. Was ist denn mit dir? Ich wollte gerade sagen, wieso liegst denn du da? Boah, ich kann... Er hat ja ein scheiß Angriffsmuster. Ich sehe überhaupt nicht, was er da veranstaltet. Okay. Da. Was haben wir hier noch? Die sind so unterschiedlich von dem, was sie aushalten. Der hält jetzt gar nichts aus, ne? Aber manche sind ja so stabil, kommt dann natürlich wahrscheinlich auf die Pflanze an, aber trotzdem. Heftige Unterschiede. So. Sag mal. Sah gerade von Weitem so aus, als hätte ich den nicht aktiviert, ne? Hier. Steigt da immer dann der Rauch so quasi auf? Ja, durch das Stäbchen macht schon Sinn, aber irgendwie hatte ich so im Hinterkopf immer, dass wenn der noch nicht benutzt wurde, dass man das dann so sieht. Ach, keine Ahnung. What? Ist das wieder dieser Typ? Nee. Oh Gott, ganze Armee. Da machen wir das mal lieber so hier. What? Kommandantenkäfer? Halt mal die Backen, Alter. Gib's aufs Maul. Bam. Ey, der kann... Hat er sich unsichtbar gemacht? Der Pisser? Ah, okay. Okay. Damit hab... Nein, weg! Ich bin tot sonst. Was bist du denn für ein Penner? Was? Warst du mich? Scheiße. Nein. Oh, der macht zu viel Schaden. Der macht echt viel Schaden, ey. Zieh durch und weg mit ihm. Alter, die teilen aber auch manchmal aus, ne? Der hat ja richtig Schaden gemacht. Das ist wichtiges Zeug übrigens immer, ne? Knoten der Leere und goldene Dingsbums hier. Der war schon nicht schlecht, so. Nicht von schlechten Eltern. Kommandantenkäfer. Da haben wir noch was. So. Tafel der drei Reinen. Okay. Ah, warte mal, das könnte auch sowas hier. Ja.
Erhöht die kritische Trefferchance bei kritischem Leben. Ach, das sind so Sachen, die jucken mich echt einen Scheiß. Ich habe hier noch was drin gegen Schockresistenz, also mehr Schockresistenz. Wir machen mal. Was haben wir denn hier noch oben? Das hier ist noch neu. Erhöht die Schadensreduktion leicht. Dieser Effekt wird durch Anlegen der goldenen Sonnenkrähe verstärkt. Was ist denn die Sonnenkrähe? Die goldene. Ich habe hier einen goldenen Stachelpanzer, ja. Schade, aber das ist nicht schlecht, ne? Nehmen wir einfach mal. Kann man das nicht sogar sehen? Hä, das ist ja... Es fällt mir jetzt erst richtig auf. Das geht unten auf dieses mit den 3%. Ich müsste mir das, glaube ich, alles noch mal ein bisschen in Ruhe genauer angucken. Kann ich das bitte irgendwo einmal sehen? Richtig mit Beschreibung. Schadensreduktion. Schadensbonus 0? Ah, das sind vielleicht extra nur die, die auf Werte, die hier sich so... Also ja. Ich habe ja nichts, was den Schaden erhöht, ne? Aber 3% ist halt echt nicht viel. Na, keine Ahnung. Das ist halt da prozentual und bei dem anderen, was ich anhab, ist es halt ein fester. Da sind 30 Verteidigungspunkte. Okay. Hallo. Mal kurz gucken. Na, ich dachte, es hätte ja sein können. Ja, ja, warte. Tschüss. Alter, das sind doch fette Gegner, oder? Nee. Statuen oder Gegner? Oh! Das hätte ich jetzt aber wirklich fast übersehen. Nochmal so Faden und so bitte, dann können wir uns... Nein. Bald diese eine Rüstung vielleicht herstellen. Ja, ich glaube, die eine... Der gefallen mir zwar diese Boni nicht, ne? Also diese zusätzlichen Effekte. Aber die hat einen sehr guten Rüstungswert schon ohne, dass sie aufgestuft ist. Ist sie so stark wie die, die wir gerade anhaben. Also ist nicht zu verachten, ne? Ne, keine Gegner. Bis jetzt zumindest. Oh, da steht doch noch einer. Komm mal her. Was war das denn für eine Aktion, Junge? Ja. Ja, ich wusste es, dass du da wieder deine Attacke machst. Dann bin ich einfach mal vorher ausgewichen. Noch ein Schrein. Was ist das? Nummer 10? Hier? In diesem Bereich? Oder ist jetzt noch einer dazugekommen? Das kann natürlich auch sein. Lass mal schauen. Ja. Aber trotzdem, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sogar hier. Boah, heftig. Ist ja mit Abstand das meiste bis jetzt. Okay, wir sind gleich am Tempel, wie es aussieht. Da wird dann Mama Spinne wahrscheinlich auf uns warten. Aber wir hatten doch ganz am Anfang die zweite Schwester. Fehlt da nicht auch noch die erste Schwester und die dritte und vierte oder so? Ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe, dass wir in dieser Folge... Was? Kommst du denn her? Hab ich nicht gesehen. Langsam. Dass wir in dieser Folge dieses Kapitel beenden. Das wäre schon ganz geil. Hier, das hier zum Beispiel gefällt mir optisch richtig gut. Das sieht so geil aus.
Bitte nicht jetzt noch öfter in solche Spelunken, in irgendwelchen Gefängnissen und Kerkern und Schluchten ohne Tageslicht. Okay, da geht's hoch. Schauen wir uns erstmal hier um, hä? Hab dich gehört. Irgendwo hab ich dich gehört. Wo bist du? Hä? Na, na, ich höre doch was. Ist das die Kiste? Nö. Hä? Komisch. Was haben wir denn hier? So Nebenbereich. Da liegt wieder einer. Noch einer. Noch einer. Die liegen hier alle rum. Ey, ganz ehrlich, komm. Das wollte ich doch gar nicht. Macht ihr mal die? Ich mach den hier. Wohin willst du? Bleibst du mal hier? Da ist noch einer. Und da liegt noch einer. Alter, wie viele. Lass es. Lass es. Du Schwein. Zieh doch durch, Junge. Zieh doch durch. Ja, ich bin wieder mal vergiftet. Ich weiß. Ihr seid die letzten dreckigen Penner, wirklich. Zack. Suche ich wieder. Okay, wir müssen neue herstellen. Ganz ruhig. Wenn wir hier uns ein bisschen Zeit lassen, geht es im Endeffekt viel, viel schneller, als wenn ich die alle wecke und hier nur überall so ein bisschen drauf rumkloppe. So, der nächste. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Junge, Junge, das hört ja gar nicht auf. Ey. Weiter. Schnell. Oh, das ist nicht gut. Wie machen wir es am besten? Ich weiß es gerade nicht. Weil die haben schon auch ganz schöne Reichweite, die Penner, ne? Und ah, die sind schon richtig nervig. Ja, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Ach, komm. Nein. Ey, die kämpfen schneller, als ich nach hinten ausweiche, mir springen. Die machen aber verdammt wenig Schaden, aber die vergiften dich halt. Weg jetzt! So. Ey, das könnte sogar der letzte sein. Hätten wir sogar alle gefunden. Aber das ist echt nicht so wichtig. Entspannen wir ein wenig nach diesen Strapazen. Genießen wir diesen Augenblick der Ruhe. Tanke neue Kraft. Sie durchströmt deinen Körper. Und jetzt geht's weiter. So, wie viel haben wir? Drei? Ja, zwei. Gut. Ist hier oben überhaupt noch was? Ich glaube, hier war es das jetzt. Hauptsächlich ging es bestimmt nur um diesen Meditationspunkt. Ah, da ist noch so einer. Okay, als Geist. Komm mal her. Tigerchen. Hier, guck mal. Bam, Junge. Und bam, Junge. Da kommst du überhaupt nicht einmal zum Zug, ne, wenn man da einmal gut durchkommt mit allem. Super geil. So, gib her.
Tigerschlange. Also. Hier geht's doch noch weiter. Vielleicht schließt. Aber hier ist jetzt Ende. Das ist gut. Hallo, mein Freund. Da ist er ja wieder. Why chase the notes astray? Love and passion are as fleeting as the clouds. In the end, they leave nothing but cobwebs and dust. A broken mirror cannot be made whole again, my friend. Tell Master Pig, if you will, that attachments are not to be dwelt upon. Meister Schwein. Immortal once, from above. For love, she strayed. In her webbed prison, through mortal years, she stayed. Junge, laber nicht so hochtrabend. Immortal once, from in her webbed prison. Er gibt uns auch nichts mehr, er labert uns halt immer mystisches Zeug. Damit labert er uns voll. Ansonsten sehe ich da überhaupt keinen Mehrwert, ehrlich gesagt. Es bezog sich natürlich nochmal auf die beiden, aber... Ach, keine Ahnung. Juckt mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Oh, da habe ich was übersehen. Jetzt hätten wir eventuell die Möglichkeit, unseren Trank zu verbessern. Machen wir jetzt aber nicht. Wenn ich wieder zum Schmieden und so dahin gehe, dann mache ich das vorher nicht. Also im Moment, was Bosse angeht, bis auf diesen gelben Long, habe ich ja alle im ersten Versuch relativ easy wegbekommen. Das wundert mich halt wirklich. So, jetzt laufen wir hier hoch. Vermutlich ist nämlich hier Sackgasse, oder? Ja. Sehr gut. Gucken wir mal, ob wir hier rüber dürfen. Ja, dürfen wir. Oh! Direkt noch eine Kiste entdeckt. Hau ab. Meine Kiste. Des Eisenstiers. Ich habe noch nie drauf geachtet, wofür man das braucht. Kann sein für die Verbesserung der Geister oder so, aber ich weiß es nicht. So. Jetzt geht's da hoch und da geht's noch weiter hoch. Okay, 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 okay. Was ich schade finde, ist, dass er automatisch ja dann immer alle drei Fokuspunkte nimmt. Das wäre auch geil, wenn man nur einen verbrauchen würde, wenn man sich das aussuchen könnte, weil für die reicht ja einer. Geh weg. Weil zwei sind schon besser, wenn man trifft. Was hat er denn? Ich glaube, wenn man die einmal, wenn die loslegen, können die vielleicht auch gefährlich werden. Man weiß es nicht. Wir wollen es gar nicht ausprobieren. Moment. Das ist sehr gut versteckt. Ist das was Seltenes hier? Nö. Aber zwei Stück, okay. Gab's das schon mal? Doppelt? Keine Ahnung. Alter! Ist ja ganz schön schnell, hä? Geräusch, was der von sich gibt oder die von sich geben, ist dasselbe wie diese Knochenviecher. So, was haben wir denn hier? Nochmal eine Kiste oder so? Ah. Also ich habe festgestellt, dass ich bei manchen Gegnern mit dem perfekten Ausweichen übelste Probleme habe. Und wenn ich quasi normales Ausweichmanöver eigentlich auslöse, dass er genau das dann nicht gut ausführt. Das heißt, du wirst halt echt bestraft, wenn du das Timing nicht drauf hast fürs perfekte Ausweichen. Ich habe das bei manchen Gegnern gar nicht. Ja, sag mal, was ist denn das hier schon wieder für eine Scheiße? Jetzt muss ich hier schon wieder so viele Wege abklappern. Moment. Ah, das ist doch scheiße. Ich habe gedacht, das ist einmal schön übersichtlich.
Jetzt weiß ich es wieder nicht, wie man es am besten macht. Kann sein, dann ist das dann nochmal so ein Nebenbereich wie eben, oder? Ja, das kann sein. Er checkt gar nichts, ne? Da passiert was, glaube ich, oder? Ne. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich recht habe. Es wird langsam dann doch schon wieder knapp hier, das Kapitel zu beenden. Boah, was? Wie riesig ist denn Kapitel 4 bitte sehr, ey? Heftig. Ja, okay, ich jetzt... habe ich es auch gesehen, dass jetzt erst dieser Rauch wahrscheinlich entsteht, oder? Ich habe aber ehrlich gesagt von der Entfernung gar nicht so richtig drauf geachtet. Okay, Bossfight. Die unterhalten sich da, ne? Alter, erschreck mich doch nicht so. Zurück. Ich habe mich nämlich nicht hingesetzt. Mal wieder. Wie sollen wir es machen? Sollen wir jetzt hier das abklappern und dann nochmal da die andere... Ah, ich bin echt... Aber wir müssen noch höher, vielleicht. Okay, machen wir erst jetzt hier alles, komm. Gehen wir geradeaus und dann... Wollt ihr zuerst dahin? Scheiß drauf. Los, komm ran! Wer auch immer... Ah, okay, Nummer 4 oder 5, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, wofür wir die brauchen, ehrlich gesagt. Okay, das war der letzte, wie es aussieht. Oh oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der jetzt dafür hart wird. Ey, der hat eine Hand am Hals. Irgendwie sieht das komisch aus, mein Freund. Was war das? Animation. Oh, hier sind meine Äffchen bestimmt weg. Monkey, no matter how many times you reincarnate, you're still blind to the ways of this world. Now, in your folly, you've hindered the dealings of the court. But above that, you've given a girl who knows no limits a false hope. I shall transform her into a mighty golden pill and keep it safe for you. Think about her, won't you? Should you feel like stirring trouble in your next life? Ich raff gar nichts. Sagenhafter Sonderling, sie wird nie mit ihm die Außenwelt erkunden. Ey, ich habe keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ohne Witz. Ist hier noch irgendwas? Mal, stand da nicht gerade einer? Ja. Ach was, hier geht auch noch ein Weg. Ach man, jetzt geht das wieder los. Warum diese verwinkelte Scheiße überall? Wie die laufen. So voll motiviert und dann machen die nichts. Die gehen spazieren und lassen sich verkloppen. Oh, mich ärgert das. Das war doch bis hierhin richtig geil. Mal nicht 1000 Abzweigungen. Wozu auch? Es ist doch scheiße. Was ist denn hier? Na komm raus, komm. Schlag ihn. Sicher. Ja.
bist wieder von der stabilen Sorte. So, wir gehen jetzt natürlich erstmal hier rein. Hier ist ja mit Sicherheit... Ach, okay. Jetzt aber bitte. Aha, aha. Maximale Ausdauer. Oh. Schön, schön. Ist jetzt hier bitte Schluss? Gott sei Dank. Das heißt, jetzt gehen wir runter zur großen Spinne. Und ich gehe davon aus und hoffe es sehr, dass dieser Weg da hoch mit dem anderen sich so ein bisschen überschneidet oder so. Aber ich mache jetzt erst hier unten die Spinne weg. Oder, ja, mit Sicherheit müssen wir jetzt gegen die kämpfen. Tja, da wird das wohl nichts mit beenden von Kapitel 4 heute. Es sei denn, das geht jetzt hier richtig zügig. Hier ist jetzt sonst nichts mehr außer der Kampf gegen sie. You must save me. So, both my trap and my vessel failed. But how? When I saw him, I just couldn't. The destined one then arrived and bested me. Now the monkey has ransacked our hollow. Oh ja, wir sind hier die Bösen, manchmal habe ich so das Gefühl. Your wound was recovering. But now it's getting worse. Fear not, I'll deal with him. But before that, that thing of mine, do you still have it? I do. Very well. Despite all your failures, you led the destined one here. I shall reward you for that. But the thing I gave you, now I must have it back. Aber wir müssen den Mädchen helfen. Yours, darling. I'll avenge you. Now let go of your misery and rest in peace. Komm noch mal her, du hässliches Kackvieh. Auf ihn. Bleib doch mal hier, Alter. Ja, der ist aber stabil, Alter. Ja, der hat gesessen. Den hast du wenigstens mal gemerkt, du hässliches Kackvieh. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur ich komm nicht weg. Ich will hier raus. Er verbuddelt sich auch noch. Frech. Halt die Backen. You girls
of your mother. Now join her in death. And you! Oh, es ist schon wieder so ein Gegner, den man manchmal einfach nicht trifft, ne? Er ist riesengroß und wir treffen ihn manchmal einfach nicht. Alter, ist der stabil. Der regt mich richtig auf. Nein! Du Pisser! Alter, Alter! Steh auf! Heil dich! Ah, jetzt macht er so eine Kacke. Können wir einfach weglaufen? Hau ab! Ja, ach, na klar. Oh oh. Nein, ach man, ich hasse das. Bleib doch hier, du Feigling. Ah, ich werde den, glaube ich, nicht schaffen. Das ist das erste Mal wieder ein Gegner, den ich echt schwer finde. Was den Schaden angeht. Wir machen viel zu wenig Schaden. Alter, was passiert denn jetzt? Scheiße. Ist das ein bisschen übertrieben gerade? Bisschen krank? Scheiße. Scheiße, das kannst du so schlecht einschätzen. Ich habe keine Ausdauer. Was? Steh auf, steh auf, steh auf. Och Mann! Nicht geil. Was? Ach nein. Ich bin doch gerollt. Willst du mich verarschen? Ach komm. Das war's. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Oh. Oh, der gefällt mir nicht. Was ist denn das hier mit dieser Scheiße? Du siehst ja gar nichts. Ah, da haben sie jetzt aber einen rausgeholt, der mich jetzt schon nervt, ey. Wir müssen in der ersten Phase ganz sparsam mit allem umgehen. Ich wusste ja nicht, wie das dann, ne, kommt. In der ersten Phase müssen wir das eher die Schwindchen machen lassen und immer mal so ein bisschen rangehen und uns alles aufheben für die zweite Phase. Das ist, glaube ich, besser. Weil ich hatte ja gar nichts mehr. Der Schaden ist schon asozial niedrig, den wir machen. Ich mache jetzt mal was. Das wird aber wahrscheinlich nicht so lange halten, aber ich komme dann nicht dazu, das
während des Kampfes zu machen. Ah, er ist jetzt nicht mehr ganz voll, okay. Verstehe ich nicht. Aber jetzt müssen wir ihn dafür ganz alleine machen, oder was? Scheiße. Dann muss ich es ja doch machen. Ach, verpiss dich doch. Ehrlich gesagt verstehe ich manchmal überhaupt nicht, was passiert. Einfach rennen geht, glaube ich, klar, oder? Ach, ist doch nicht dein... Alter, was soll denn das? Der ist ja nur unterm Boden. Dagegen kann ich, glaube ich, nichts machen. Ich bin sogar ausgewichen. Ich sehe nichts. Alter, was denn? Steht doch auf. Was ist denn dein Problem manchmal, Äffchen? Oh, die Kamera ist das krass. Nein. Er mit seinen vielen Beinen, ey, ist echt nervig. Verpiss dich. Alter, wie schlecht soll es eigentlich sein manchmal? Das war jetzt so eine Bestrafung. Ich hab... Also... Die Kamera ist so schlecht gerade, ne? Ist egal, anvisiert oder nicht. Ey, das ist doch scheiße. Ich hasse sowas. Wirklich, das ist kacke. Das ist einfach schlecht. Da vergeht mir direkt der Spaß. Es steht auch... Immer ist sein scheiß Bein im Weg. Du kommst da nicht neben ihm. Und wenn du vor ihm stehst, schlägst du auch oft daneben wegen diesen scheiß Beinen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Steh doch auf. Ja, guck mal, der ging daneben. Das ist doch lächerlich. Jetzt macht er diese Scheiße wieder. Ich habe keine Heilung mehr. Was soll ich hier noch spielen, ey? Der Durchgang ist für den Arsch. Weg da. Ich verstehe das nicht. Der Kampf ist komisch. Ach, das funktioniert bei ihm nicht. Okay. Ein merkwürdiger Bosskampf. Die Kamera macht mich wahnsinnig. Das ist jetzt noch diese Lichteffekte hier. Nee, der macht mir gar keinen Spaß. Was soll ich überhaupt gegen diese Scheiße hier machen? Ich glaube, da müsste man wieder perfekt ausweichen. Aber ich finde, dass mich das Spiel zu sehr dafür bestraft, dass ich das nicht möchte. Ach, Mann. Bei manchen Bossen haben sie es für mich ein bisschen verkackt. Da haben sie richtig reingeschissen. Bei dem hier ist wirklich das Nervigste die beiden Vorderbeine, die dich dann immer stören bei allem und du ihn dann nicht erreichst. Das ist doch scheiße. Oder eben dieser eine Schlag, wie konnte der daneben gehen? Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, dann müssen wir den in Ruhe in der nächsten Folge machen. Dann werde ich mich auch nochmal kurz hier umschauen. Ich verstehe auch das Prinzip nicht, dass er jetzt... Wir haben doch mit den Spinnen ihm viel mehr abgezogen gehabt als das bisschen, oder? Hier, wieder. Es nervt die Scheiß... Nimm deine Scheißbeine weg.
dass es bei ihm nicht funktioniert, das hat mir das Spiel auch noch nicht einmal erklärt, warum das bei manchen nicht funktioniert. Guck mal, wie kann denn der daneben gehen? Das ist Kacke. Mich regt sowas auf, ey. Ich habe dafür einfach keine Geduld mehr. Und kein... Nee, kein Nicht-Geduld. Ich akzeptiere es einfach nicht. So. Heil dich, sonst bist du gleich schon tot. Ach, den kannst du aber auch... Also bei ihm kannst du den vergessen. Das hier kannst du auch vergessen. Ah, jetzt geht's auf... Ich versteh's nicht. Das ist der letzte Scheißkampf. Es ist ein nervig... Es ist wieder so ein Kampf, der mich nur frustriert. Weil du die Hälfte des Kampfes einfach nicht triffst. Aber nicht anvisieren ist auch keine Option. Ich verstehe nicht. Und du bist so ein... Ist das ein feiges, dummes Stück Scheiße, ey. Ey, ich hab wieder nicht getroffen. Ey, wir machen so wenig Schaden. Das ist schon erbärmlich. Es ist ein Kackgegner. Was? In der Luft hat er mich einfach gepackt, Alter. Was soll denn der Scheiß? Alter, ist das richtiger Frustkampf gerade wieder. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Scheiße. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Oh, das geht daneben, alles beizt. Alter! Das ist eine Schweinerei, wirklich, ganz ehrlich. Da könnte ich kotzen, das ist ja der letzte Müll. Lächerlich, wirklich lächerlich. Ich sehe nichts. Alter, ist das ein Dreckskampf. Die Inszenierung ist geil, der Rest ist einfach nur Müll. Jetzt habe ich meine Äffchen wegen dir vergeudet. Ja, jetzt geht das wieder nicht. Du kannst ihn einfach nicht treffen, Alter. Das ist doch scheiße. Nee. Mach mal beim nächsten Mal. Der nervt mich gerade zu sehr, ganz ehrlich gesagt. Ich würde sagen, ich werde dann auch die Versuche, falls da mehrere gebraucht werden, komplett einfach rausschneiden. Ich sehe das auch nicht mehr ein. Ich mache mir da auch manchmal viel zu viel Arbeit. Gerade in dem Augenblick, wo sich das eh fast niemand anschaut, ist es mir den Aufwand dann auch ehrlich gesagt nicht mehr wert. Richtiger Kackboss machen wir dann beim nächsten Mal. Ich fühle den gar nicht. Ich schlag tausendmal daneben, obwohl ich eigentlich treffen müsste. Nicht geil. Das ist asozial gerade hier, dieser Kampf. Gefällt mir nicht. Kann auch jeder eine andere Meinung haben. Ich akzeptiere auch, wenn einer sagt, ja, ist der beste Boss von allen.
für mich der letzte Müllhaufen. Aber wir sehen dann beim nächsten Mal, wie ich ihn platt mache, weil das wird passieren. Aber gerade bin ich übelst abgefuckt. So, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao, ciao.